Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie man den Jäger freischaltet bei den Zombie-Charakteren. Und für das müsst ihr hier den Strom anmachen. Jeder weiß, wie man den Strom anmacht, also 90% wissen das. Und wenn nicht, dann ja. Es gibt genügend Tutorials überall, wo man das erfahrt. Und da ist noch der Doktor im Fenster gewesen, den muss man nicht abschießen, den habe ich einfach so gesehen und wollte ihn mit ins Video nehmen. Also, zurück zum Glitch, man muss den Strom anmachen und da diese Falltür muss man aufkurbeln. Und dann die Salzbergwerktür aufmachen. Und wenn man das gemacht hat, muss man nur noch den Pack-a-Punch-Raum aufmachen, dass man Pack-a-Punchen kann. Für das gibt es auch genügend Tutorials, auf jedem YouTube-Kanal gibt es den fast. Und ja, also, zu Verständnis noch einmal. Den Strom anmachen, Pack-a-Punch freischalten und dann müsst ihr da hinten in den Glitch gehen. Den kennt so fast jeder. Man kann ihn auf zwei Arten machen. Entweder man springt von hier unten auf das Holz oder man geht in diese Ecke. Es spielt eigentlich keine Rolle, welche Methode man macht. Ich habe mich für diese entschieden. Keine Ahnung warum, aber es geht auf beide Methoden. Diese Methode kennt ihr wahrscheinlich auch, aber ich würde die andere nehmen. Man kann ja da ins Holz stehen und dann so raufbauen. Und wenn ihr hier oben seid, das ist eine richtige Glückssache, weil dieser Treasure-Zombie, der spawnt nicht immer. Die meisten sagen, ja, Runde 7 spawnt er, Runde 12 spawnt er. Bei mir ist er Runde 29 gespawnt. Wirklich eine... Also das erste Mal ist er Runde 26 ist er gespawnt. Und das zweite Mal Runde 29. Keine Ahnung warum, der spawnt immer ein bisschen variiert. Also bitte nicht aufgeben, wenn ihr seht, oh, Runde 20, der ist noch nicht da. Noch nicht aufgeben, der kommt dann schon. Ihr müsst wirklich immer wieder aus dem Glitch gehen und dann wieder ein bisschen hochgehen. Es ist wirklich eine random Sache, was das angeht. Und wie ihr seht, es ist wirklich alles voll von denen. Und was ich noch komisch finde, irgendwie ist der andere Zombie, der letzte Zombie von mir, der kam mir nicht nach. Also, ich war ganz allein mit diesen Treasure-Zombies auf der Map. Also ihr habt wirklich genügend Zeit, die spawnen nonstop wieder und schaut mal mein Geld an, 62.000 in der Kürze. Das ist wirklich einer der coolsten Glitches und wenn ihr diese Treasure Zombies tötet, lassen die sowas fallen. So Buchstaben A, B, C, D, E und F, glaube ich. Die müsst ihr einfach zusammennehmen und dann steht dann schon, als ihr die Herausforderung geschafft habt für den Jäger. Und ja. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst doch eine Bewertung da. Ein Abo würde mich riesig freuen und man hört sich im nächsten Video und ciao.